Hallo, willkommen zu meinem nächsten Pokémon Go Video und heute ein PvP Video nach längerer Zeit mal wieder. Ich will euch meine 5 Kämpfe aus dem neuen Cup zeigen. Ich zeige euch gleich auch mal mein Team und ich denke mal, wenn es euch gefällt, dann lasst gerne Like da und schreibt gerne rein, welches Team ihr in diesem Cup verwendet und dann suchen wir direkt mal unseren ersten Gegner. So, ersten Gegner gefunden. Der Berg Cup, da darf man ja nur bestimmte Typen verwenden und mein Team besteht aus dem wundervollen Sherox mit Patronenhieb, Eisenschädel und natürlich Nachthieb. Dann haben wir Grabbit mit der Bodenattacke als Sofortattacke. Dann Feuerschlag und Erdbeben und ein Shiny Empoleon, was ich schon mal gemacht habe mit den Attacken. Den Wasser-Sofortattacke, dann natürlich der Ziederjahr-Attacke, Aquahobitze und Schilde mal. Und natürlich Bohrschnabel, Giftzahn, okay. Raus. Irgendwas ist meine Verteidigung zu sehr gesenkt. Noch ein Giftzahn. Eieiei. Kryptonido Queen. Ja, mal schauen, was du hier so leisten kannst. Auf jeden Fall bist du weg. Hast mir ein Schild gezogen. Okay. Lucario. No, no, no. No. Oh Gott, oh Gott. Aber. Ich hab nichts mehr, ne? So, nochmal. Steigerungshieb, ich würde mal nicht schilden. Es ist halt leider gerade sehr schwierig. Ist das Problem, ich habe zweimal, also beziehungsweise Doppelstahl habe ich. Das ist natürlich nervig. Wobei Sherox ja gegen manche bis auf Feuerattacken natürlich da gut gewappnet ist. So, jetzt sind deine Schilde weg. Ich gehe auf den, weil ich ihn aufgeladen habe. Sehr gut. Nachthieb. Und ihr wisst ja, im Video ist es immer wichtig, dass ich mindestens 3 Siege hole, weil ich euch gerne eine Pokémon-Regierung zeigen möchte. Ihr seht es ja auch hier, wie es aussieht aktuell. Nicht Schild. Ich hebe mein letztes Schild mal auf, dass ich nicht so viel PvP gespielt habe und noch nicht so weit im Rang bin. Ihr könnt natürlich gerne euren aktuellen Rang immer wieder gerne reinschreiben. Und es fängt natürlich hier direkt mit einer Niederlage an. Das ist natürlich nicht so geil. Was haben wir denn da noch? Okay, der ist jetzt weg. Das ist okay. Und dann... Okay, ja, Bodenattacke von Velsa, nicht so krass, so, Aquahobitze. Aber hey, wenn wir 3 Siege holen, dann ist das okay. Okay, wir können nicht mehr aufgeladen, nee, ich kann zwar nochmal schilden, vielleicht reicht es zeitlich nochmal, aber ich vermute mal eher nicht. Ja, keine Chance, da noch was rauszuholen, aber knapp verloren, schade. So, Gegner Nummer 2 ist auch gefunden. Und natürlich klar, im Video läuft es immer nicht. Das ist natürlich immer bescheuert, wenn ich ein Video aufnehme und vorher voll gut war, das Team voll rasiert hat. Und dann im Video kriege ich irgendwelche komischen Gegner, wo ich dann doof aussehe. Ja, das ist immer so. Das kann man natürlich ändern. Mal gucken. Mal schauen. Okay, er schildert nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich werde einmal schilden, weil ich einen schönen Boost habe. Okay, ich brauche gar nicht, weil der gar nicht zu seiner Attacke kommt. Okay, Libeldra ist schon mal besiegt. Dann schauen wir mal, was er noch so hat. Ja, Sherox vorne ist für mich sehr gut, teilweise. Auch gegen die Flunschlick. Ich würde ja gerne, oder beziehungsweise, ich hätte rausgewechselt jetzt, aber ihr seht es ja hier, es lohnt sich halt gerade nicht rauszuwechseln. Lehmbrühe wahrscheinlich oder Steinhagel, aber ist eigentlich egal. Wir sind eh, glaube ich, besiegt. Ja. Und dann Empoleon drauf. Der macht mich da schön Schaden. So, wir werden das Risiko eingehen und nicht schilden. Der kann natürlich auch, aber die meisten spielen es halt nicht so. Auch eine Attacke, die mir noch mehr Schaden zufügen könnte. Eine Bodenattacke. So, was haben wir denn da? Ah, Magneton, okay. Da müssen wir rauswechseln. Kann nichts Starkes sein. Der hat nicht so lange gebraucht zum Aufladen. Ladungsstoß, ja, ja. Passt schon, so. Eigentlich, theoretisch, kann der Gegner einpacken. Ich habe eigentlich das nächste Match gewonnen. Also müsste ich normalerweise gewonnen haben. Ja, ist egal, was kommt, der macht nichts an Schaden. Naja, mein Magnetbombe ist jetzt nicht so stark. So, zack, 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 zack.
Dann haben wir den runtergefarmt, haben sogar noch einen Feuerschlag ready. Also ich werde, ja komm, ich nehme einmal ein Schild mit. ich werde es einmal schilden. Ansonsten, ja, war das Match schon wieder für mich besser. Und er hat verloren. Nice. So, Gegner Nummer 3 ist auch gefunden. Dann schauen wir mal, wie wir jetzt hier abschneiden. Lucario. Okay, Lucario ist nervig. Weil der, ja, schon einiges an Damage drückt. Okay, vorher haben die keine Lucarios gespielt. Okay, aber ich habe selber leider kein Lucario. Das ist natürlich bescheuert und ich krieg sogar nochmal einen zweiten Nachthieb durch. Okay. Ich muss dann gleich auf Rabbit gehen und dann... Rabbit, genau. Und dann schauen wir mal. Ich muss auf jeden Fall schilden. Ich weiß nicht, was der spielt. Der spielt das so seltsam. Nahkampf? Kommt dann Nahkampf oder Steigung? Spukball? Okay. Ich heb mal mein Schild auf. Der müsste jetzt eh gleich besiegt sein. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Steigerungssieb. Ne, Spukball. Noch ein Spukball. Wieso spielt man das so seltsam? Okay. Ciao. Okay, er hat sich selbst ein Ei geschossen, weil er zweimal gegen Sheriff geschildert hat. Und dann spielt man mit Spukball. Also, ich würde es nicht so spielen. Und ein Mammutell. Okay. Dein Team ansonsten. Lucario ist stark, aber der Rest ist halt... nicht so cool. So. Ciao, ciao. Ja, komm. Ja, schaffe ich das sogar noch? Oh, ich schaffe sogar noch Mammutell da ordentlich einzuheizen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Grab it. Besiegt Mammutell und Lucario. Ja, ja, das passt. Empoleon. Ich kann aber noch ein Schild schilden, also von daher. Aber das war's. Lucario ist auch rausgenommen. Nice. So, Gegner Nummer 4 auch gefunden. Schauen wir mal. Okay, ein Shiny Metang. Okay. Interessant. Ich kann natürlich jetzt, ich weiß nicht, was der für Attacken hat, aber ich bin natürlich mit meinem Nachthieb gegenüber ihm im Vorteil, ne? Müsste ja so sein. Hat er denn da schon, ja, ja, richtig, hat er schon einen Psychotyp, Stahlpsychotyp hat er schon, genau. Nicht schilden. Das passt schon. Der Psycho-Schock. Okay, macht Damage, ist aber nicht so sehr effektiv. Okay, egal. Wir haben ja schon mal... ja... ein Match... auf Augenhöhe hier gerade. Ja, Schild, ich werde... werde ich... na, es lohnt sich eigentlich theoretisch nicht mehr. Zu schilden? Nee, nee. Dann muss ich keine Schilde verschwenden. Weil, ja... mir eh... egal gewesen in dem Sinne. So, dann können wir hier jetzt, okay, er wechselt auf, ich habe jetzt nicht gesehen, was, das ging zu schnell. Ich habe schon den Feuerschlag ready und dann kann ich aber auch theoretisch wechseln, je nachdem, was es ist. Ah, auch aufgewirbelt. Okay, dann bist du im, okay, wer ist jetzt hier im Nachteil? Achso, du bist im Nachteil. Okay, ich werde auf jeden Fall, weil der will, sehr wahrscheinlich wollte der auf Erdbeben gehen, sonst hätte der Feuerschlag schon gemacht, aber nicht schnell genug. Empoleon ist schneller. Dann müsste Grabbit besiegt sein. Nice. So. Dann hat er noch ein Metang in Shiny. Besiegt. Nice. Und... oh Gott, registriert in Krypto. Okay. Ich wollte ja meins ausspielen, aber ich muss noch theoretisch seine Attacke verlernen lassen. Seine eine Attacke im Takeover-Event wieder. Genau, muss ich noch machen. So, wir schilden einmal. Wir haben ja zwei Schilde. Von daher passt das schon. Weil den kann ich dann auch eventuell dann mal spielen. Fokusstoß wäre sehr effektiv gewesen, ja. Also du bist halt theoretisch im Nachteil. Und jetzt läuft, das heißt, wir haben schon mal die Pokémon-Begegnung sicher. Können wir gleich schon mal abholen. Aber das Wichtigere ist, vielleicht kriegen wir sogar noch ein 4-1. Der erste Kampf war nicht so schick. Und jetzt läuft es doch. Das Team hat sich doch dann bewiesen. So, und dann haben wir den letzten Gegner, wenn ich mich nicht verzählt habe, gefunden. Und dann wird das entsprechend schon wieder mit Lucario. Oh Gott.
Oh je, Mini, wieso immer Lucario? Ja, ich glaube, der spielt das nicht so komisch. Ich glaube, Lucario könnte auch stark sein. Wenn man Lucario hätte, dann könnte man den natürlich auch spielen, wenn man es hätte, ne? Ich weiß nicht, was kommt. Spielt das so seltsam? Ich werde mal nicht schön, bin eh schon gefühlt tot. Aurasphäre, ja. So, ja, das ist auch schön, okay. Nee, hier nicht mehr in die. Ach nein, okay. Naja, nur den Pokémon gegen, okay, schade. Ja, das ist ein nerviges Pokémon. Gerade Gastrudon. Gegen den Pokémon, weil der halt eine sehr effektive Attacke hat. Das ist natürlich doof. Aber machst du nix. Brauche ich nicht zu schilden. Gerbit kann halt nix mehr ausrichten. Also von daher wird es so drauf hinauslaufen, dass ich verloren habe. Ich werde auf mal auf Risiko gehen. Vielleicht schildert er nicht, dann ist es gut. Wenn er schildert, dann ja, dann ist es schlecht. Ja, okay. Er hat mich durchschaut, der Gegner. Er hat mich durchschaut. So. Ja, komm, wir sparen uns Zeit. Wir haben hier keine Chance mehr, das aufzuhalten. Nehmen wir die zwei Schilder noch mit. Oh, Body. Wow. Wow, okay. Ja, dann. Volles Rohr, volles Risiko. Erdbeben. Lucario können wir wegkriegen. Ich weiß nicht, was sein letztes Pokémon ist. Das könnte zum Problem werden. Ja, okay, oder auch nicht, weil Lucario mit seinem Konter viel zu viel Schaden macht. Schade. Okay. Dann holen wir noch die Belohnungen ab. Und dann war's das schon wieder. Sternstaub. Eine silberne Sananabeere. Und die Pokémon-Gegner ist ein Ingul. Irgendwie gefühlt, deswegen lohnt sich auch für mich nicht. Immer wenn ich hier spiele, kriege ich Wingull. Warum auch immer zum Teufel ich immer als Belohnung Wingull kriege. Es lohnt sich halt dadurch nicht. Ich einfach nur Müll bekomme. Nichts Cooles. Irgendwie gefühlt. So, hat nicht mal gute Bewertung. Schade. Das war's dann vom Video. Wir gucken noch den Rangaufstieg an, ob wir auf Rang 9 kommen. Ja, danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Oder leisten wieder und damit ciao, ciao, bye, bye und bis zum nächsten Mal.